So, jetzt guten Gentlemen, jetzt kommen wir zurück zu Borderlands 2. Moment mal, wo fahr ich denn hin? Dumme Frage. Fahr ich irgendwo hin, wo es realistisch ist? Eindringlinge registriert. Oh! Zugang zur Infostockade. Verdammt! Ich will nicht, dass wir zur Wahl kommen. Kim King Mong. Plan, wie wir zur Infostockade kommen? Alles hochjagen! Das ist mein Plan! Nein! Nett. Ja, das ist auch cool. Alles hochjagen. Oh nein! Verdammt, ich muss da hoch! Mist! So, also müssen wir... Ah, okay, verstehe. Meine Jungs können den Zugang zur Stockade freisprengen. Aha. Aber dazu brauchen sie mehr Feuerkraft. Du musst ein paar Sprengladungen für sie klauen. Klar. Klar, wieso nicht? Mein Hauptberuf. Klauen. Und wo ist jetzt... Wie komme ich jetzt schon da hoch? Alter, hier ist ein fucking Vulkan, ne? Das ist irgendwie bewusst... Also ich hoffe mal, ich kann jetzt dieser Strecke folgen, ohne dass ich jetzt da drauf gehe. Großartig. Ja, das sieht alles ganz gut aus. Das sieht alles ganz gut aus. Das sieht doch... Ist es das? Hallo? Okay, alles klar. Nee! Okay. So. Nee. Also hier war nichts. Alles klar. Hätte sein können. Aha. Pflücke ihr ein paar Blumen. Okay, gut. Dann pflücken wir mal hier ein paar Blumen. Auf zu Omas Haus. Für eine schöne Frau. Ach so. Ah, das ist Bonusziel. Ja, das ist super. Mach ich natürlich gerne. Ist nicht overfall. Und dann ist es halt wirklich. Also, was ich mir vorstellen kann, ist, dass jetzt natürlich alle denken, dass es eh eine Falle ist, aber ich sage, es ist wirklich die Oma. Also, ich sage, es ist wirklich die Oma. Doppelte Psychologie, doppelte Verneinung, doppeltes Gegenteil, ihr wisst schon. Also, weil jetzt jeder davon ausgeht, ja gut, es wird eine Falle sein, eh klar, aber ich sag, das ist wirklich die Oma. Kann ich mir gut vorstellen, das wäre jetzt Borderlands-Stil. Wie? Okay, ich meine, hey, es wird beschützt. Heilige Scheiße. Dieser... Als ob es ihn wirklich interessieren würde. Ja, sehr cool. Du hast die Banditen umgelegt? Ja. Okay, okay. Hoffentlich ist alles okay. Ja, bestimmt. Yes! Alles klar, wunderbar. Passt, oder? Oh oh. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Jetzt habe ich... Hört sich nicht gut an. Hört sich gar nicht gut an, ey. Ja, ich meine, es ist ein scheiß Vulkan, ey. Was erwarte ich? Junge, was erwarte ich? Okay, irgendwas? Hä? Ach, muss ich irgendwie klingeln oder so? Ah. Nee. Hä? Ah, okay, ich verstehe. Okay. Willkommen! Ätzender! Du tot! Kuschelzeit! Kuschelzeit! Hey, kommst du raus? Oder bist du fett für die Tür? Oder ich weiß ja nicht. Geschütz raus! Naja, hier. Naja. Wenn ich das hier so sehe, dann muss ich gleich an Evil Within denken, wo ich jetzt hier diese Soße aufsammle. Ja, schon, oder? Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Oh, das sieht nicht gut aus. Nein, das sieht nicht gut aus. Sieht nach einer verdammten Blutspur aus.
Oh, shit. Oh. Oh. Eine erzieherische Waffe, die von Handsome Jacks Großmutter verwendet wird, ungefähr so schmerzhaft, wie sie aussieht. Oh. Ho, 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 ho. Gott sei Dank. Was? Ich hatte schon befürchtet, du könntest diese Banditen umlegen, bevor sie die alte Gran-Gran umbringen können. Und weißt du was? Ich muss sie jetzt nicht mal mehr bezahlen. Also, vielen Dank, du Pfeife. Was? Okay, cool. Also. Danke für die Hilfe, Mann. Ich leg dich trotzdem um. Na, kein Problem, gerne. Immer noch gerne. Gut. Dann gucken wir mal. Moment. Ah, okay. Gut. Ich wollte nur gucken, nicht, dass ich jetzt an dem Haus irgendwas abgeben musste. Und ich gehe jetzt hier wirklich so astrein weg und das war's dann. Witzig. Also ich könnte nicht wohnen so. Wäre mir ein bisschen trockenes Klima. Heiß. Häufig. Und ein bisschen iridiumlastig. Aber. So, wie komme ich da hoch? Oh, ach was. Ach! Was? Ach was. Ich bin da vorbeigefahren. Ich Idiot. Ich Idiot. Naja, wird. Ist ja wurscht. Ist ja wurscht. So würde ich sagen, kann man das auch machen. So würde ich sagen, kann man das auch machen. So, jetzt laufen wir da rein. Oh, und die wohnen halt einfach mal direkt am Lavastrom. Mm, das ist gut. Achtung. Die sind ja, die sind alle geslackt. Hey. Nett, ich hab noch was gefunden. Okay, oh, 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 oh. Oh nein. Hurra, Kleider. Toll, du hast Kleidung. Danke, dass du mir Kleidung besorgt hast. Bring die Kleidung zu mir. Und dann trage ich die. Okay, er trägt die Kleidung. Alles klar, ja, ist okay. Bring dich um. Bring dich um. Nein, 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 nein. Oh. Okay, okay, ich muss da gerade ausgehen. So. Okay. Sollen wir uns umbringen? Ich weiß nicht. Das könnte natürlich eine kleine. Das könnte so eine kleine. Vielleicht einen Erfolg bringen. Nein. Nein, ich konnte ihn nicht mehr umbringen. Ich konnte ihn nicht mehr umbringen. Oh, shit. Oh, wow. Abgefahren. Ich weiß es nicht, ob ich das machen soll. Da kommt jetzt ein kleiner Mensch raus. Verdammt. Ein Versuch war's wert. Wow. 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 Ich weiß es nicht. Sollen wir uns umbringen? Dann ist das Spiel vorbei. Tu es oder tu es nicht. Ja gut, dann. Das gibt's nicht. Du hast dich also tatsächlich umgebracht. Geh zum schwarzen Brett, dann kriegst du dein Geld. Aber warte Sekunde noch. Egal was passiert, ich will nur, dass dir eins klar ist. Du bist häufig. Du hast dich umgebracht, weil ich dich dafür bezahlt habe. Ja. Richtig. Du bist eine Hure. Okay. Ab mit dir. Wie bitte? Wie bitte? Ich bin fucking Mann, ist ja klar. Wenn, dann bin ich ein Schlamper. Aber keine Hure. Das ist ja ein Unding. Ein Unding, das ist.
Oh, oh mein Gott, was? Ernsthaft? Scheiße. Boah, das ist aber... okay. Boah, warum nicht? Okay, probieren wir. Probieren wir einmal und dann nie mehr wieder. So. Ist er tot? Oh. Nein! Ja, er ist tot. Sehr gut. So. Sehr gut. Fliegengelchen. Okay. Okay. Kriegen wir hin. Hoffe ich. Hoffe ich mal, kriegen wir, dass wir das hinkriegen. Wir haben 3 Minuten. Oh. Okay, okay, okay. Nein, der steigt auf den Schützenplatz. Das ist ein Idiot, das ist ein Idiot. Okay. Okay. Okay, okay, kriegen wir hin. Kriegen wir das hin? Ich weiß nicht. Scheiße. Komm, geh weg. So. Fahrersitz? Passt. Da wieder rüberfahren. Oh, scheiße, wieder rüberfahren. Oh, fuck. Oh, nein, 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 nein. Nein, oh, das war doof, 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 das war doof. Shit, 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 shit. Ah, das war sehr doof. Sehr doof, sehr doof, sehr doof. Okay, 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 okay. Okay. Jetzt können wir natürlich hier zurückfahren. Dann fahren wir erst hier lang. Okay, dann fahren wir erst hier hin. Kann ich mir... Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, irgendwie... Scheißegal, erstmal hier hin. Okay. Sehr gut. Weil wir es können. Oh, was zum Teufel? Nett, nett. Okay. Eigentlich müsste ich jetzt nur noch hier runterfetzen, oder? Möchtest du fahren? Ah. Wie, warum habe ich auf einmal 7,5 Minuten? Warum habe ich denn noch 7,5 Minuten? Stehe nicht, aber ist ja wurscht. Ah, ich kriege immer 3 Minuten drauf. Oh. Ah, und ich habe echt gedacht, in 3 Minuten. Oh, langweilig. Ja, komm. Langweilig. Mann, ich habe schon gedacht, das wäre eine richtige Herausforderung. Ernsthaft. Oh, 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 ich muss außen rumfahren, oder? Scheiße. Ich muss außen rumfahren. Ja, wenn ich außen rumfahren muss, dann hätte ich hier lang fahren können, ganz ehrlich. Also sowas Doofes von mir, das ist ja wieder richtig typisch. Ja, genau. Es gibt Gas, du Sack! Und hier ist ein Kim Kong. Kim Mong. Nein, King. Warum will ich mal Kim sagen? Kim Possible. So. Ja. Alles klar, wunderbar. Irgendwie bin ich jetzt falsch gefahren. Irgendwie bin ich jetzt echt falsch gefahren. Scheiße.
Oh, ich verstehe. Okay, gut, die 3 Minuten wären schier unmöglich gewesen. Muss ich jetzt da reinfahren? Oh, Mist! Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ob ich jetzt hier reinfahren muss. Zerstöre alle 5 Hyperion-Schütze. Ich hab nicht mal eins zerstört, du Witzbold. Ja, genau! Oh nein, wahrscheinlich, oder? Ja, es ist da drin, das letzte. Ja, es ist da drin. Aber ist okay. Das nervt mich nicht, ey. Sergeant Loader, alles klar. Wunderbar, sehr gut. Ja, klar. Gerne. Rückerstattung, ein großer Gott. Ich trink im ganzen Leben kein Rack-Ale mehr. Ach, mein Gott, das war... So, jetzt können wir noch dem die Kleider geben. Und... Dann war das das. Das ist ja lustig mit den Türen. Das ist ja echt lustig. Willst du mich verarschen? Bin ich ja nicht voll be... Bin ich eigentlich... Ich verstehe nicht, warum ich jetzt eigentlich zu diesem zum Fragezeichen gefahren bin. Frag mich bitte nicht. Frag mich bitte nicht. Aber ist ja okay, oder? Stört ja nicht. Ne. Wir haben Zeit. Ja. Wir haben Zeit, jawohl. So. Hi. Okay. Gut. Danke. Ich trage jetzt die Kleidung. Ich finde, ich sehe gut aus. Oh, Eitelkeit. Sehr menschlich. Aber warum fühle ich mich dann noch nicht wie ein Mensch? Jawoll. Definitiv das Schnauschützengewehr. Weißt du, wovon Roboter nie genug kriegen können? Abgetrennt. Ich weiß, warum ich mich noch nicht wie ein Mensch fühle. Ich habe keine Gliedmaßen. Ich habe gehört, dass diese Banditen Gliedmaßen übrig haben. Frag sie doch nach welchen. Alles klar. Alles klar. Wahrscheinlich. Okay, jetzt muss ich da nochmal Gliedmaßen. Sehr schön. Ich liebe so viele Missionen. Eigentlich wollte ich ja hier noch Milliarden Missionen machen. Hey, Borderlands 2 hat echt Milliarden Missionen. Es hilft nichts. Wäre das nichts nachdenken, die mich nach dem Tod erwartet. Denn das würde zu viel Zeit kosten. Aber ich würde sagen, nächste Folge probieren wir nochmal eine Runde. Weil ich weiß nicht. Ich werde noch nicht so arg in Bedrängnis, aber ich... Vielleicht. Was gibt es denn für eine Belohnung? Gar nichts. Super. Wir machen Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir freuen uns beim nächsten Video bei Borderlands 2 mit mir dabei. Mein Name ist Sensei für heute. Auf Wiedersehen. Tschüssi.